Ich grüße dich, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute eine Dokumentation an, die ich für ziemlich wichtig halte. Und zwar geht es darum über verbotene Technologien und die Ausschaltung ihrer Erfinder. Und wir werden uns den zweiten Teil dieser Dokumentation heute anschauen, weil ich den fast schon für interessanter halte. Was ich bemerkenswert finde grundsätzlich an der Dokumentation ist, sie kommt ja eigentlich aus dem Mainstream. Das ist mehr oder weniger ein Mainstream-Sender, der das produziert hat. Und es ist erstaunlich, wie viel sie uns verraten. Und deswegen habe ich auch den zweiten Teil rausgesucht, weil das schon noch ein bisschen klassischer ist und all die ganzen Kritiker da draußen nicht ganz so auf den Plan ruft, sage ich jetzt mal, die wieder schreien, Fake, gibt's alles nicht, alles Verschwörung und so weiter und so fort. Und deswegen schauen wir uns das gemeinsam an. Wenn du das erste Mal dabei bist, schön, dass du hier bist, freue ich mich über ein Abo von dir, einen Daumen nach oben und natürlich auch einen Kommentar. Denn es sind sehr interessante Sachen dabei und da würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Und wir legen mal los. Viel Spaß damit. Im ersten Teil unserer Dokumentation über unterdrückte Erfindungen haben wir einige der bahnbrechendsten Erfindungen besprochen. Von Nikola Teslas Entdeckung der freien Energie bis zu den mysteriösen Umständen rund um den Untergang von Stanley Meyers wasserbetriebenem Auto. In diesem zweiten Teil werden wir mit der Präsentation von Erfindungen fortfahren, die aus verschiedenen Gründen, von Unternehmensinteressen bis hin zu staatlichen Eingriffen, nie an die Öffentlichkeit gelangten und trotz ihres Potenzials, unsere Welt zu revolutionieren, in Vergessenheit gerieten. Der Hohlraumstruktureffekt. Viktor Grebennikow war ein autodidaktischer Entomologe aus Russland. Seine Reise ins Unbekannte begann mit einer Faszination für die Natur, insbesondere für das Insektenreich, von dem er glaubte, dass es Geheimnisse über außergewöhnliche Kräfte, einschließlich der Antischwerkraft, birgt. Der Grundstein für Grebennikows Entdeckung war der Cavity Structural Effect, der CSE, ein Konzept, das er aus der genauen Beobachtung der Struktur von Bienennestern und des Verhaltens von Insekten ableitete. Alles begann in den frühen 1980er Jahren. Erzähl ruhig auch mal für dich selber mit, machst dir einen kleinen Notizzettel, ja, hier die Dinger. Wie oft hast du denn von diesen Sachen schon mal gehört? Und jedes Mal, wenn du davon gehört hast, machst vielleicht einen Strich. Dann schauen wir mal, wie viel auf deinem Zettel stehen. Ich mache auch mal mit. Als Grebennikow in der riesigen sibirischen Steppe zeltete. Während er auf dem Boden lag, verspürte er plötzlich ein ungewöhnliches Gefühl. Später fand er heraus, dass er auf einer unterirdischen Bienenstadt lag. Er hatte Kopfschmerzen, Ohrensausen und einen metallischen Geschmack im Mund, was sein Interesse an den Besonderheiten der natürlichen Strukturen um ihn herum weckte. Um dieses Phänomen genauer zu untersuchen, sammelte Grebennikow Teile des Bienennestes und begann zu experimentieren. Er beobachtete eine ungewöhnliche Wärmeemission der Wabenstrukturen, ein Gefühl, das mit herkömmlichen wissenschaftlichen Instrumenten weder festgestellt noch gemessen werden konnte. Diese Beobachtung veranlasste ihn zu der Theorie über die Existenz eines Kraftfeldes, das durch die geometrische Konfiguration der Waben erzeugt wird und das in der Lage ist, die Umgebung auf eine Weise zu beeinflussen, die die Wissenschaft bisher nicht verstanden hat. Grebennikows Untersuchungen nahmen eine entscheidende Wendung, als er die Chitinschalen von Insekten unter dem Mikroskop untersuchte. Er entdeckte eine ungewöhnlich rhythmische, äußerst geordnete Struktur, die der Schwerkraft zu trotzen schien. Als er versuchte, zwei dieser Chitinplatten zusammenzusetzen, schwebte eine Platte einige Sekunden lang in der Luft, bevor sie sich an der anderen ausrichtete. Diese Beobachtung war der erste Schritt zum Verständnis der Antigravitationseigenschaften bestimmter natürlicher Strukturen. Grebennikow war vom Potenzial seiner Entdeckung überzeugt und startete ein Projekt. Überleg mal, was das heißt, wenn die Struktur, sprich die Form eines Gegenstandes, Ausdruck darüber verleiht, ob er Schwerkraft besitzt und wenn ja, wie viel. Was das letzten Endes für unser Verständnis, unser allgemeines Verständnis von Form und Struktur machen würde, wenn wir das wirklich verstehen würden. Projekt, um den Hohlraumstruktureffekt für den menschlichen Gebrauch nutzbar zu machen. Er konstruierte eine Plattform, an deren Unterseite Tausende von Chitinschalen befestigt waren und schuf so etwas, was er als Antischwerkraftfahrzeug bezeichnete. Laut Grebennikow könnte dieses Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 1500 Kilometern pro Stunde erreichen
und Höhen von 300 Metern über dem Boden erreichen. Noch erstaunlicher war, dass das Gerät den Fahrer angeblich von unten unsichtbar machte und ihn in ein blasenartiges Kraftfeld einhüllte, das Trägheit und dynamischen Druck zunichte machte. Trotz der unglaublichen Behauptungen und der tiefgreifenden Implikationen seiner Arbeit stieß Grebennikow auf Skepsis und Ablehnung seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Nachdem sein Patentantrag 1992 abgelehnt wurde, versuchte Grebennikow seine bahnbrechende Arbeit in einem Buch zu veröffentlichen. Diese Publikation sollte seine Entdeckung detailliert beschreiben und die Prinzipien und Mechanismen hinter seiner Erfindung skizzieren, ergänzt durch eine Fülle von Farbbildern und möglicherweise auch Fotos von einer Museumsvorführung seines Geräts. Doch in einer Wendung der Ereignisse, die Fragen über die Beweggründe hinter der Entscheidung aufwirft, änderten die Verlage das Buch kurz vor seiner Veröffentlichung erheblich, möglicherweise unter dem Einfluss äußeren Drucks. Unter welchem denn sonst? Mussten hunderte von Bildern und alle schematischen Details entfernt werden, die für das Verständnis von Grebennikows Werk von entscheidender Bedeutung waren. Diese Situation wirft die Frage auf, warum wurde Grebennikow, der bereits unter der Beobachtung und Skepsis seiner Kollegen stand, weiteren Bemühungen ausgesetzt, die Beweise seiner Erfindung zu untergraben schienen. Ein langjähriger Kollege von Grebennikow vermutete, dass er Teil eines sogenannten wissenschaftlichen Untergrunds war, der auf Widerstand und vielleicht sogar auf Verfolgung seitens der etablierten wissenschaftlichen Gemeinschaft und staatlicher Stellen stieß. So geht es ja vielen, Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Patenten, die natürlich noch da sind, die man ja sich auch durchaus noch angucken kann, wenn man weiß, wonach man suchen muss oder möchte in dem Fall. Und wir werden im Laufe der Dokumentation feststellen, dass das Muster immer das gleiche ist, wie es funktioniert. Jemand entdeckt irgendwas, macht eine bahnbrechende Entdeckung. Entweder kommt das Militär oder es wird abgewiegelt und, und. Am Ende schauen wir mal, vielleicht finde ich auch noch ein paar Beispiele. Da gäbe es schon noch ein paar Leute, die auch sehr bahnbrechende Sachen gemacht haben. Wilhelm Reich zum Beispiel, ja. Genau das gleiche Thema, genau das gleiche Schema, was ihm widerfahren ist. Und wenn wir das verstehen und dann uns auch die Geschichtsbücher mal angucken und wer sich da tiefgreifend damit befasst, und ich habe das fast 10 Jahre lang gemacht, dann ist es so, dass man eben immer und immer wieder das gleiche Muster feststellt, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Und da kann man nicht mehr von einer Verschwörung reden, liebe Kritiker. Da kann man auch nicht mehr von einem Zufall sprechen oder von einem Einzelfall, sondern man muss ein Muster verstehen, entdecken und begreifen, dass es Systematik hat. Vielleicht war Grebennikows unbeabsichtigte Entdeckung also tiefgreifender und potenziell störender als zunächst angenommen. Es könnte sein, dass seine Arbeit eine Kraft oder Technologie berührte, die so bedeutsam war, dass sie als zu gefährlich oder zu mächtig galt, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was zu Bemühungen führte, seine Erkenntnisse zu begraben und die Diskussion um sie herum zum Schweigen zu bringen. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben einen Beruf, der sie nicht erfüllt. Und das ist schwierig in den heutigen Zeiten, denn wir alle wollen Glück, Harmonie und Zufriedenheit. Nur wie erfahren wir das? Indem wir unsere Berufung leben. Die allerwenigsten Menschen leben aber ihre Berufung, weil sie sie nicht kennen. Ja, was können wir dagegen machen? Da kann Ewald Schober helfen. Mit seiner Firma LCC Seminare hilft er dir dabei, deine Berufung zu finden. Und der Knüller, das Ganze ist kostenlos für dich. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal im ersten Link unter diesem Video. Dort findest du alle relevanten Informationen. Wie gesagt, vollkommen kostenlos für dich. Melde dich an und finde deine Berufung. Erfahre Glück, Harmonie und Zufriedenheit in deinem Leben. Es ist kein Geheimnis, es funktioniert. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Sendung. Das Hanfauto. In den 1940er Jahren, inmitten der Wirren des Zweiten Weltkriegs und des Aufkommens des Industriezeitalters, startete Henry Ford ein bahnbrechendes Projekt, das erheblich von den Automobilnormen seiner Zeit abwich. Bekannt für seinen Innovationsgeist und die revolutionäre Fließbandproduktion des Modells T, richtete Ford sein Augenmerk auf ökologische Nachhaltigkeit, lange bevor das Unternehmen zu einem globalen Unternehmen wurde. Seine Vision verwirklichte sich in Form eines Autos, das nicht nur mit Biomassekraftstoff angetrieben wurde, sondern auch daraus hergestellt wurde, wobei Hanf das Hauptmaterial war. A new idea from Ford. Ford 420, the new car made from weed. How can cops stop you for the possession of drugs when your car is made entirely out of it?
Diese Initiative war zwar bahnbrechend, wurde jedoch von der dominanten Erdölindustrie in den Schatten gestellt, die ihre globale Präsenz rasch ausweitete. Fords Interesse an erneuerbaren Ressourcen und nachhaltigen Materialien war keine plötzliche Offenbarung. Er hatte sich schon lange für die Integration der Landwirtschaft in die Industrie eingesetzt und war davon überzeugt, dass landwirtschaftliche Betriebe als wichtige Rohstoffquelle für die Produktion dienen könnten. Das Konzept des Hanfautos war ein direkter Ausdruck dieser Überzeugung und zeigte Fords Engagement für die Erforschung alternativer Materialien und Kraftstoffe. Die Karosserie des Autos bestand aus einem Verbundwerkstoff mit Hanffasern, der in Kombination mit anderen Pflanzenfasern ein leichtes, langlebiges und biologisch abbaubares Produkt ergab. Generell, Hanf, ne, ein wichtiges Thema und eben nicht zum Rauchen, Quarzen oder sonst irgendwas, sondern Baumaterialien, Baustoffe, Werkstoffe. Das Zeug brennt so gut wie nicht, kann überall angebaut werden. Die Pflanzen wachsen nahezu bei jeder Bedingung. Es ist natürlich eine 5000 Jahre alte Kulturpflanze, die man wegdiskutiert, ne, aus dem einfachen Grund, eben weil sie zum Teil berauschende Wirkung hat, also mit THC-Anteil. Aber es gibt ja auch den ganz normalen Nutzhanf unter 0, irgendwas Prozent THC. Daraus kann man ja alles machen. Dächer kannst du daraus bauen, du kannst Baumaterialien, man kann Häuser daraus bauen sogar, ist überhaupt kein Problem, das geht, Klamotten kannst du daraus machen und. Alleine da würde es sich mal lohnen, gibt es ein wunderbares Buch, so ein Wälzer, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie sehr Hanf von der chemischen Industrie, von wem denn auch sonst, von der Ölindustrie bekämpft worden ist, weil unsere Klamotten werden aus Synthetikfasern hergestellt, ja, und aus, weißt du, glaubst du denn, aus was die hergestellt werden? Aus Erdöl. Und dazu brauchst du eben Chemie. Und natürlich das Erdöl, ist doch klar. Und genau das ist der Grund, warum auch das so bekämpft worden ist. Ja, das ist immer wieder das gleiche Muster. Man könnte es schon ganz anders haben. Wir schreien immer nach ökologischen Maßnahmen, erst recht in der heutigen Zeit. Ja, aber umgesetzt wird es nicht, wenn es nicht ins Bild passt, wenn es nicht ins Narrativ passt. Dann werden eben Kosten verursacht in Milliardenhöhe, um angebliche Klimaziele zu erreichen und dieses und jenes, anstatt sich auf sowas zu konzentrieren. Ganz nebenbei muss man ja bemerken, dass auch das alleine das, der Kraftstoffmotor, so wie wir ihn kennen, auf, also Explosionsbetrieb, ja mehr als 100 Jahre sich nicht verändert hat, obwohl es ja genügend Wissenschaftler gibt, die Implosionsmotoren zum Beispiel gebaut haben oder eben noch anders eben, ne, mit der Kraft des Universums, nenn es doch eben von mir aus freie Energie, ist egal wie du es nennst. 1906, wenn ich mich recht entsinne, hat das Tesla mit seinem Pierce Arrow ja gezeigt. Ja, der letztendlich dann mit dieser Art von Energie auch gefahren ist. Es gibt auch mehrere Zeugenaussagen, die durchaus glaubhaft sind, auch wenn jetzt wieder da draußen wahrscheinlich ein Haufen schreien, nein, das gibt's nicht und das alles. Ah, ja, genau. Übrigens, mach dich doch einfach mal selber schlau, wenn du Kritiker bist. Wer hat denn den Elektroradnabenmotor entwickelt und gebaut? Ich gebe dir mal einen Hinweis. Es war Ferdinand Porsche. Wann hat der gelebt? Schon vor den 30er Jahren hat er das Ding gebaut. Das ist keine neue Erfindung, wie man es heute gerne verkauft. Ja, dass der Elektromotor, dass das Nonplusultra ist. Und dann ist es schon eigentlich ein Spott und ein Hohn, dass eben Elon Musk das Ding Tesla genannt hat. Und das hat er nicht ohne Grund gemacht. Dieses Material war nicht nur umweltfreundlich, sondern hatte Berichten zufolge auch eine 10-mal höhere Zugfestigkeit als Stahl und bot neben seinen ökologischen Vorteilen auch erhebliche Sicherheitsvorteile. Darüber hinaus wurde das Hanfauto für den Betrieb mit Hanf-Biokraftstoff konzipiert, der aus den Samen der Cannabispflanze gewonnen wird. Diese Wahl des Kraftstoffs war ein Sinnbild für Fords Vision einer Zukunft, in der Automobile nicht auf nicht erneuerbare Energiequellen angewiesen sein würden. Die Verwendung von Hanf-Biokraftstoff stellte eine nachhaltige, sauber verbrennende Alternative zu Benzin dar und versprach eine Reduzierung schädlicher Emissionen und einen Schritt in Richtung größerer Energieunabhängigkeit. Die öffentliche Enthüllung des Hanfwagens im Jahr 1941 war ein Spektakel, das große Aufmerksamkeit erregte. Ford demonstrierte die Widerstandsfähigkeit der Karosserie des Wagens durch einen Vorschlaghammertest, bei dem das Material Schlägen standhielt, ohne Anzeichen von Beschädigungen zu zeigen. Ein Beweis für seine bemerkenswerte Haltbarkeit. Trotz der innovativen Funktionen und der Umweltvorteile des Hanfwagens kam das Projekt nicht über seine erste Demonstration hinaus. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wobei die damals vorherrschenden Erdölinteressen eine wesentliche Rolle spielten.
Die Mitte des 20. Jahrhunderts markierte eine Zeit des raschen Wachstums der Ölindustrie, in der Erdöl zum Lebensnerv der Weltwirtschaft wurde. Diese Verlagerung hin zu ölbasierten Energiequellen schuf ein Umfeld, in dem alternative Kraftstoffe und Materialien, wie sie beispielsweise von Ford vorgeschlagen wurden, hinsichtlich der Akzeptanz und Umsetzung auf erhebliche Hindernisse stießen. Nein, du kannst deinen Treibstoff ja selber anbauen. Wenn man mal überlegt, in welcher Zeit das war und wie viele Menschen ländlich gelebt haben, nicht in Städten gelebt haben, muss man sich mal klar machen, wie viele also eher noch ein bäuerliches Umfeld hatten oder sowas. Und diese Menschen wären vollkommen energieautark gewesen. Können sie sich ihren Kraftstoff, Sprit, Strom später komplett selber anbauen auf ihrem eigenen Feld? Ja, natürlich will das die Erdölindustrie nicht. Und noch ein paar andere Industrien wollen das auch nicht, dass wir unabhängig sind. Wirtschaftliche und politische Einfluss der Erdölindustrie sowie ihre strategische Bedeutung führten dazu, dass Initiativen wie das Hanfauto ins Abseits gedrängt wurden. Auch die damalige Rechts- und Kulturlandschaft trug zum Scheitern des Projekts bei, da der Hanfanbau aufgrund seiner Verbindung mit psychoaktiven Cannabissorten zunehmenden Einschränkungen ausgesetzt war. Diese Faktoren führten zusammen mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und der darauffolgenden Verschiebung der industriellen Prioritäten dazu, dass der Hanfwagen weitgehend in Vergessenheit geriet. Hast du schon mal gehört? Schreib's mir in die Kommentare. Das Strahlungsenergiegerät. In den 1930er Jahren, einer Zeit, die von wissenschaftlichen Durchbrüchen und dem Aufschwung der modernen Physik geprägt war, stellte ein Erfinder namens T. Henry Moray ein Gerät vor, von dem er behauptete, dass es die grenzenlose Energie des Kosmos nutzen könne. Dieses Strahlungsenergiegerät, wie Moray es beschrieb, soll die unsichtbaren Kräfte des Universums nutzen und eine grenzenlose Energiequelle bieten, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Menschheit Energie erzeugt und nutzt, revolutionieren könnte. Hier macht es Sinn, nochmal eine Idee rauszugeben für die, die es noch nicht kennen, bevor man diese Technologie begreift, wie sie funktioniert. Denn diese Energie ist zwar unsichtbar, aber uns sehr wohl bekannt, denn das Universum ist elektrisch. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Theorie und das Theorem des elektrischen Universums deutlich dem des Urknalls, ja, entgegengesetzt funktioniert und auch etabliert ist, ist wesentlich höher. Viel einfacher, viel logischer zu begreifen. Vor Jahren wurde die Dokumentation bei YouTube ständig gelöscht. Mittlerweile ist sie ja wieder verfügbar, auch auf YouTube. Also vielleicht nochmal einen Anschluss nach dieser Sendung nochmal anschauen, das elektrische Universum oder auch Plasmaversum genannt. Dann kriegt man ein ernsthaftes Verständnis dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass das Universum genau auf diesen Strukturen funktioniert. Und man bekommt ein Verständnis dafür, was reden die denn meistens davon, wenn es darum geht, über alternative Energien, freie Energie und so weiter und so fort. Da müssen wir gar nicht mystisch oder spirituell werden, denn diese Energie ist ja da. Sie wäre sogar messbar, wenn man denn nur wollte. Doch trotz ihrer vielversprechenden Prämisse stieß Morays Erfindung auf Skepsis, Diskreditierung und sogar Sabotage, was zu einem umstrittenen Kapitel in der Geschichte der alternativen Energieforschung führte. Moray, ein Elektroingenieur und Physiker aus Salt Lake City, Utah, war stark von der Pionierarbeit von Nikola Tesla und anderen Wissenschaftlern beeinflusst, die Grenzen des Elektromagnetismus und der Radioaktivität erforschten. Basierend auf diesen Einflüssen stellte Moray die Theorie auf, dass der Raum um uns herum mit einer Energieform gefüllt ist, die, wenn sie richtig genutzt wird, eine unerschöpfliche Energiequelle darstellen könnte. Sein Gerät, mit dessen Entwicklung er Anfang der 1920er Jahre begann, zielte darauf ab, diese kosmische Energie mithilfe einer komplexen Anordnung von Halbleitern, Kondensatoren und anderen elektrischen Komponenten in elektrischen Strom umzuwandeln. Der Kern von Morays Erfindung war ein spezielles Ventil, ein halbleitendes Material, von dem er behauptete, dass es Strahlungsenergie aus der Umgebung absorbieren und in Hochspannungsstrom umwandeln könne. Laut Moray verstieß dieser Prozess nicht gegen die Gesetze der Thermodynamik, da er lediglich vorhandene Energie von einer Form in eine andere umwandelte. Er demonstrierte sein Gerät bei zahlreichen Gelegenheiten und betrieb Berichten zufolge vor Zeugen, Lichter, Radios und Motoren ohne erkennbare externe Stromquelle.
weil das hier gerade angesprochen worden ist, muss ich das mal erwähnen, ist dir bewusst, also die meisten haben sicherlich in Physik einigermaßen aufgepasst und wissen, dass es aus der Elektrothermodynamik drei Hauptsätze gibt. Wobei, und das ist der Punkt, der letzte immer Null ergibt. Ja? Ist dir klar, dass dieses nicht immer Null war, sondern dass man die letzte Gleichung auf Null gesetzt hat? Warum hat man das gemacht? Ja, weil solche Effekte plötzlich dann, wenn man sie nicht auf Null setzt, plötzlich erklärbar werden und auch berechenbar sind. Es gab eine Zeit, da war der dritte Hauptsatz der Elektro- oder der Thermodynamik nicht eben immer auf Null gesetzt. Und das kann man nachlesen, wer das wieder für eine Verschwörung hält, wer das wieder für Fantastereien hält und so weiter und so fort. Einfach mal nachlesen, sich damit auseinandersetzen, beschäftigen. Dann stellt man sehr schnell fest, dass es riesige Gremien gegeben hat, die das einfach festgelegt haben. Weil dann war plötzlich das Weltbild, in dem man gelebt hat, das mechanische Weltbild, in dem man gelebt hat, plötzlich war wieder alles so, wie es vorher war. Und es hat wieder alles wunderbar gepasst. Wobei ja in der Physik gar nichts passt. Es sind ja reine Theoreme. Es gibt nahezu nichts, was ernsthaft bewiesen worden ist. Das meiste ist postuliert. Wir glauben nur immer, weil wir das über jetzt mittlerweile Jahrhunderte gehört haben. In den Geschichtsbüchern steht es drin, in unseren Lehrbüchern steht es drin. Unsere Eltern haben es beigebracht bekommen. Wir bekommen es ständig eingetrichtert. Wir bekommen diese Art der Physik ständig eingetrichtert. Glauben wir natürlich irgendwann mal auch daran, dass es genau so ist. Aber wehe dem, wir schauen mal über den Tellerrand. Und viele Wissenschaftler haben genau das gemacht. Sie schauen über den Tellerrand und nehmen mal Gleichungen auseinander und setzen nicht voraus, dass das, was immer gesagt wird, auch richtig ist, sondern hinterfragen selber, haben einen eigenen Kopf. Und siehe da, plötzlich kommen ganz andere Dinge raus. Und man kann eben auch mystische Kraftfelder oder was auch immer, plötzlich ist es erklärbar oder rückt in einen Bereich, wo es eben keine Fantasterei mehr ist, sondern zu einer Wissenschaft wird. Und ja, Wissenschaft sollte immer beweisbar sein, reproduzierbar sein. Versteht mich nicht falsch, es ist schon wichtig, dass wir das haben. Aber bitte eben halt die Basis, und das ist genau der Punkt, die Grundlagen hinterfragen. Das tun wir aber nicht mehr. Wir bauen auf diesen, aus meiner Sicht, falschen Grundlagen ein Theorem nach dem anderen auf und wundern uns, dass wir nicht wirklich vorankommen. Und dann solche Dinger wie in CERN brauchen, riesige Teilchenbeschleuniger, die Milliarden an Euros verballern, um eigentlich genau wieder da zurückzukommen, was die Leute schon vor 60, 80, 100 Jahren auch schon postuliert haben. Ja? Dass der Raum Energie enthält, die wir nur nicht erklären können. Was macht die moderne Physik? Sie sagt, das ist schwarze Energie, dunkle Löcher, schwarze Löcher. Das ist ja nur so benannt, weil sie keine Ahnung hat, was es ist. Sobald man aber andere Theorien mal mit wieder in dieses Feld mit reinzieht und überhaupt mal die Überlegung mit einbezieht, plötzlich kommen ganz andere Ergebnisse raus. Trotz dieser Demonstrationen blieb die wissenschaftliche Gemeinschaft weitgehend skeptisch gegenüber Murrays Behauptungen. Kritiker argumentierten, dass die Funktionsweise des Geräts und die dahinterstehende Theorie nicht ausreichend erklärt oder dokumentiert seien, sodass sie unabhängig überprüft oder reproduziert werden könnten. Das Fehlen eines klaren theoretischen Rahmens, der mit der etablierten Physik übereinstimmte, schürte die Skepsis zusätzlich, ebenso wie Murrays Zurückhaltung, die vollständigen Details seiner Erfindung offenzulegen, da er Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums und der Möglichkeit eines Missbrauchs hatte. Die Situation wurde durch Sabotage und Verfolgungsvorwürfe zusätzlich erschwert. Murray berichtete, dass seine Arbeit die Aufmerksamkeit mächtiger Interessengruppen auf sich gezogen habe, die seine Erfindung aus Angst vor Auswirkungen auf den bestehenden Energiesektor unterdrücken wollten. Er gab an, dass man versuchte, seine Forschung zu stoppen. Dabei wurde er bedroht, sein Labor durchsucht und seine Ausrüstung beschädigt. Im Laufe der Jahre verfeinerte Murray sein Gerät weiter und setzte sich für dessen Potenzial ein. Doch es gelang ihm nicht, die nötige Unterstützung zu erhalten, um seine Erfindung in die Tat umzusetzen. Nach Murrays Tod geriet seine Erfindung in Vergessenheit und blieb eher als eine merkwürdige Fußnote in den Annalen der alternativen Energie, denn als der revolutionäre Durchbruch, den er sich vorgestellt hat. Diese Energie ist nicht alternativ, sondern sie ist die ernsthafte Betrachtung dessen, was im Universum vorgeht. Da ist natürlich schon, das schwingt schon immer so ein bisschen mit, das ist alles alternativ und damit ist ja sowieso Quatsch. Ja, zumindest für die Kritiker. Hat er in Erinnerung.
ergebnisoffen, Freunde. Das ist doch genau der Punkt. Selbst ich weiß, es sind der ein oder andere Kritiker auch da draußen, die das jetzt schauen oder sowas. Es geht genau darum, ergebnisoffen. Ich sage doch nicht, dass das alles stimmt, ne? Sondern dass wir uns wieder damit beschäftigen müssen und nicht gleich alles abbügeln müssen, nur weil es alternativ ist oder aus einer Ecke kommt, die man vielleicht erstmal nicht versteht oder mit der man sich noch nie beschäftigt hat, weil man sie nicht versteht, weil sie vielleicht ein bisschen mystisch ist, ein bisschen mysteriös ist, wird das immer alles abgebügelt. Und genau so, deswegen kommen wir nicht voran. Und es geht doch darum, dass wir vorankommen, einheitlich überlegen, was können wir denn machen und das Beste aus denen wirklichen Naturgesetzen rauszuziehen, die da sind. Aber da müssen wir eben ergebnisoffen auch diskutieren und eine ergebnisoffene Wissenschaft haben, die wir nicht haben, was ja auch hinreichend belegt ist durch Dutzende Bücher, die das ja beweisen, dass eben die Universitäten nicht frei sind. Wie denn auch, wenn sie von einflussreichen Institutionen, von einflussreichen Leuten Milliarden, Millionen Beiträge bekommen. Ja, glaubt ihr dann wirklich, die sind dann noch frei? Natürlich nicht, das ist doch Quatsch. Wer denn sowas glaubt, der glaubt auch am Weihnachtsmann. Perpetuum mobile. Viktor Schauberger, ein österreichischer Förster, Naturforscher und Erfinder, verbrachte einen bedeutenden Teil seines Lebens damit, die Dynamik des Wasserflusses und der natürlichen Energie zu studieren. Schauberger wurde 1885 geboren und seine Beobachtungen der natürlichen Welt führten ihn dazu, Theorien und Erfindungen zu entwickeln, die viele seitdem mit dem Konzept des Perpetuum mobile in Verbindung bringen. Einem Prinzip, das eine Maschine oder ein System darstellt, das ohne externe Energiequelle unbegrenzt funktionieren kann. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Schauberger selbst nie behauptet hat, das Perpetuum mobile entwickelt zu haben. Ich weiß auch nicht, wer das in den Kontext bringt, weil es bei Schauberger genau gar nicht, exakt gar nicht darum geht, ein Perpetuum mobile zu bauen. Überhaupt nicht. Der Mann hat ganz andere Entdeckungen gemacht. Ich hoffe, dass es hier noch drin ist in der Doku. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, die natürliche Kraft der Erde zu verstehen und zu nutzen. Insbesondere die Wirbel im Wasserfluss, die seiner Meinung nach für nützliche Zwecke genutzt werden könnten. Schaubergers Ansatz wurzelte tief in seiner Naturbeobachtung. Er war der Meinung, dass die moderne Technologie und das Ingenieurwesen die harmonischen Prinzipien natürlicher Systeme ignorieren, die seiner Meinung nach zu einer Energiegewinnung ohne Umweltzerstörung führen könnten. Sein berühmter Aphorismus »Verstehe die Natur, dann kopiere die Natur« spiegelt den Kern seiner Philosophie wider. Schauberger argumentierte, dass Wasser, wenn man es in einem Wirbel fließen lässt, durch Implosion seine eigene Energie erzeugen könnte. Ein Konzept, das im Gegensatz zu explosionsbasierten Technologien wie Verbrennungsmotoren steht, die menschliche Technologie dominieren. Einer der bemerkenswertesten Beiträge Schaubergers war seine Forschung zur Wirbeldynamik. Er beobachtete, dass Wasser in Flüssen und Bächen auf natürliche Weise einem mäandrierenden, spiralförmigen Weg folgt und ging davon aus, dass diese Bewegung für die Aufrechterhaltung der Vitalität und Energie des Wassers von wesentlicher Bedeutung ist. Durch die Nachahmung dieser Muster erfand Schauberger mehrere Geräte zur Energie- oder Antriebserzeugung. Seine Repulsine zum Beispiel war eine untertassenförmige Maschine, die durch eine Reihe speziell gestalteter wellenartiger Muster Vortrieb erzeugen sollte, die einen Luft- oder Wasserwirbel erzeugen würden. Dieses Gerät regte die Fantasie vieler an und führte zu Spekulationen, dass Schauberger die Geheimnisse des Perpetuum mobile und der freien Energie gelüftet hat. Nein, sondern der Antigravitation. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also das ist schon ein bisschen traurig, dass es hier nicht drin steht. Ich möchte hier mal anmerken, weil ich nicht glaube, dass es noch kommt. Wie ist denn Schauberger überhaupt auf diese Idee gekommen, dass im Wasser eine Kraft da ist, die wir nicht erklären können? Ja, ganz einfach. Er sitzt am Flussufer und beobachtet Bachforellen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann man denn da die Geheimnisse der Natur entdecken? Ja, okay. Stell dir mal vor, du sitzt in einem reißenden Strom und die gibt es ja und das kann man ja beobachten. So, und du siehst dort eine Forelle, die im Wasser steht. Der Fluss zieht an ihr vorbei mit einer enormen Kraft und wir alle wissen, was Wasserkraft für eine Kraft hat. Ja, wenn es in Bewegung ist, ja. So, jetzt steht die Forelle im Wasser, ohne sich zu bewegen. Woher kommt die Kraft, gegen die Strömung zu stehen, ohne sich zu bewegen? Wie kann das sein? Genau die Frage hat sich Schauberger gestellt. Was hat er gemacht? Er hat sich die Forellen genauer angeguckt. Was hat er herausgefunden? Er hat gewisse Strukturen anhand ihrer Schuppen festgestellt. Gewisse Strukturen, ähnlich wie wir das bei dem ersten Beitrag hatten, Form
und wie Sheldrake das ja auch sagt, Form ist Energie und die Form kann eine Energie sogar reproduzieren oder produzieren. Das ist, sagen wir mal so, in der Theorie zumindest möglich. So. Und so ist er da drauf gekommen. Und erst später hat er festgestellt, dass quasi Mikroverwirbelung an den Schuppen aufgrund der Form der Schuppen dafür sorgt, dass eine entgegengesetzte Kraft zu dem Fluss entsteht oder zu dem Bach entsteht und damit die Forelle ohne sich zu bewegen und ohne Energie in dem Fluss stehen kann, problemlos Stunden, wenn sie das möchte, ohne eben die Flossen zu bewegen, Energie zu verbrauchen. Nun ist es nicht ein Perpetuum mobile per se, sondern Energie wird ja erzeugt. Sie erzeugt sie quasi selber aufgrund ihrer Form und der Mikrowirbel. Und dieses Phänomen, und das vermute ich auch nicht, dass es in der Doku drin ist, würde mich schwer wundern, hat ja Konstantin Meyer mit seiner Wirbelphysik weiterentwickelt, viel weiterentwickelt. Ja? Und er hat noch ganz andere Phänomene herausgefunden. Machen wir vielleicht auch mal eine Sendung. Leider ist der Herr Meyer ja an einem sehr, sehr starken Schlaganfall erkrankt. Erkrankt worden, füge ich jetzt selber hinzu. Ja? Aber beschäftigt euch damit, die Bücher sind nach wie vor im Handel erhältlich. Er hat Dutzend Bücher geschrieben über Wirbelphysik, Vortex und so weiter und so fort. Ja, und hat die Physik dahinter auch erklärt. Und das ist auch selbst für einen Laien nachvollziehbar. Es ist, ja, da sind auch technische Bücher dabei, da möchtest du schon ein Physikstudium gemacht haben, um das zu begreifen oder die Formeln nachzuvollziehen. Aber das Theorem ist da. Einfach kaufen diese Bücher, sie sind nicht teuer. Ich glaube 14 Euro, 16 Euro das Stück, die sind nur so dick. Die kann man wirklich relativ gut lesen und man bekommt einen Einblick davon, was dieser Mann aufgrund dessen auch rausgefunden hat. Weil schlussendlich müssen uns ja klar sein, dass alle diese Technologien doch sehr vermutlich aufeinander aufbauen. Keine steht für sich, sondern sie greifen alle ineinander. Seine Arbeit erregte während des Zweiten Weltkriegs die Aufmerksamkeit des Nazi-Regimes. Und es gibt Berichte darüber, dass er gezwungen wurde, seine Erfindungen für militärische Zwecke zu entwickeln. Eine Erfahrung, die ihn Berichten zufolge desillusioniert und vor einem möglichen Missbrauch seiner Entdeckungen misstrauisch gemacht hat. Der russische und auch der amerikanische Geheimdienst, genauso wie der englische MI6 in dem Fall, hat genauso Interesse daran gehabt. Es waren nicht nur die Deutschen, die an Schauberger Interesse hatten. Nach dem Krieg setzte Schauberger seine Forschungen fort. Doch seine Erfindungen erlangten nie den erhofften kommerziellen Erfolg oder die wissenschaftliche Anerkennung. Die Kontroverse um Schaubergers Werk verschärfte sich, nachdem er von US-Geheimdienstagenten in Gewahrsam genommen und 9 Monate lang festgehalten wurde. In dieser Zeit wurden alle seine Dokumente und Prototypen beschlagnahmt. Und er wurde zu seinen Erfindungen und seinen Aktivitäten während des Krieges verhört. Diese Episode hat Spekulationen angeheizt, die darauf hindeuten, dass Schaubergers Innovationen bei der Nutzung natürlicher Energien ein solches Potenzial hatten, dass sie als Bedrohung für die etablierte wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Ordnung angesehen wurden. Na klar, überleg doch mal, wenn du Sprit herstellen, wir sehen das hier gerade, wenn du Sprit herstellen kannst mit einer Wasseremulsion, die verwirbelt wird, dadurch die molekulare Struktur verändert wird, so dass eben halt mit einem unglaublich geringen Dieselanteil du das Auto theoretisch mit überwiegend Wasser fahren kannst, ja, dann ist doch klar, warum dieser Mann verfolgt wird. Ich möchte hier an der Stelle, weil es mir gerade einfällt, noch eingeben, wen das weiter interessiert, was Schauberger tatsächlich gebaut hat, Fritz Watzel eingeben, der letzte Zauberlehrling, bei Google eingeben, beziehungsweise bei YouTube eingeben. Das ist derjenige, Fritz Watzel hat bei Schauberger noch gelernt. Ein sehr alter Mann, ich weiß tatsächlich im Augenblick nicht, ob er noch lebt. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Aber vor Jahren gab es eine Dokumentation über ihn, privat finanziert, von einem jungen Mann, der zu ihm gefahren ist und über Stunden hinweg in seiner Werkstatt mit ihm sich unterhalten hat. Man hat schon gemerkt, dass der Mann sehr alt ist und so weiter. Er hat aber seine Erfindungen gezeigt. Und wer mal sehen möchte, wie das ausschaut, wenn so eine Repulsine hochgeht und plötzlich 80.000, 90.000 Umdrehungen erreicht, aus dem Nichts übrigens heraus, was man im Video sieht, also bitte überzeugt euch selber, ja, dann kann man sich immer wieder die Frage stellen, ja, wo kommt denn plötzlich die Energie her? Wenn das nur angeleiert wird, ihr kennt diese Feuerwehr, Hupen, also Alarmsysteme, ne, die man so hochfährt. So. Und mit so einer Art Maschine hat er diese Umdrehungen angeleiert. Aber wenn ein gewisser Kipppunkt erreicht wurde, hat das Ding sich von alleine gedreht und
weiter beschleunigt und zwar auf unfassbare Geschwindigkeiten. Naja, und er meinte dann so, wenn man das Ding jetzt aus seiner Verankerung rausnimmt und das kaufe ich immer ab, ja, dann fängt das Ding an zu fliegen. Schaut es euch selber an, wer es noch nicht gesehen hat, Fritz Watzel, W-A-T-Z-L oder T-Z-L, es ist ein Österreicher. Watzel, kann es sein, dass sie geschrieben hat. Ihr findet das, der letzte Zauberlehrling. Was zu ihrer Unterdrückung durch die US-Regierung führte. Coral Castle. Coral Castle ist ein olitisches Kalksteinbauwerk in Homestead, Florida und gilt als eine der geheimnisvollsten architektonischen Meisterleistungen des 20. Jahrhunderts. Dieses monumentale Bauwerk wurde von 1923 bis 1951 im Alleingang von Edward Leeds Galnin errichtet und wiegt etwa 1100 Tonnen. Die Technologie hinter Coral Castle sowie die von Leeds Galnin eingesetzten Techniken blieben Gegenstand von Spekulationen und Intrigen, wobei die Theorien von alten Wissenschaften hin bis zu unbekannten Energieformen reichen. Edward Leeds Galnins frühes Leben war von tiefem Kummer geprägt, nachdem er von seiner 16-jährigen Verlobten in Lettland verlassen wurde. Anschließend begab er sich auf eine Reise in die Vereinigten Staaten, wo später bei ihm Tuberkulose im Endstadium diagnostiziert wurde. Bemerkenswerterweise behauptete er jedoch, er habe sich selbst mit Hilfe von Magneten geheilt. Dies markierte auch den Beginn des mysteriösen Baus von Coral Castle. Er begann mit dem Bau dessen, was er ursprünglich Rockgate Park nannte, und widmete es der verlorenen Liebe seines Lebens. Leeds Galnin, der knapp über 1,50 Meter groß war und nur 45 Kilogramm wog, arbeitete alleine, meist nachts, sodass niemand seine Methoden erkennen konnte. Er behauptete, die Geheimnisse der Pyramiden entdeckt zu haben, die es ihm ermöglichten, massive Steine zu bewegen und zu behauen. Die für den Bau verwendeten Steine sind massiv. Einige Blöcke wiegen bis zu 30 Tonnen. Erstaunlicherweise beschrieben Teenager aus der Gegend, die behaupteten, Leeds Galnin nachts bei der Arbeit gesehen zu haben, wie sie beobachteten, wie sich die massiven Steine bewegten, als ob sie von einer übernatürlichen Kraft manipuliert würden. Viele spekulierten, dass er irgendeine Form alter Technologie oder Wissen nutzte, die inzwischen verloren gegangen ist. Leeds Galnin verschwieg seine Methoden, gab aber einige Hinweise. Man vermutete, dass er die Gesetze von Gewicht und Hebelwirkung gut verstand, und Fotos aus dieser Zeit zeigen, wie er Stative aus Holz benutzte. Allerdings scheinen diese Werkzeuge für diese Aufgabe unzureichend zu sein, was zu Theorien führt, dass Leeds Galnin ein tiefes Verständnis der magnetischen Kräfte hatte und dieses Wissen nutzte, um die Steine anzuheben und zu bewegen. Eine beliebte Theorie zum Bau von Coral Castle geht von der Nutzung elektromagnetischer Energie oder des Erdmagnetfeldes aus. Leeds Galnin veröffentlichte mehrere Broschüren über magnetische Ströme, in denen er auf sein großes Interesse und seine mögliche Abhängigkeit von magnetischen Kräften beim Bau von Coral Castle hinwies. Er glaubte, dass alle Materie aus einzelnen Magneten bestehe und dass dieser inhärente Magnetismus genutzt werden könne, um scheinbar unmögliche Leistungen zu erbringen. So if you reverse the magnet force with a force of some kind of electromagnetic radio perhaps frequency, you can then make these rocks not as heavy as they seem otherwise, and therefore you can lift them. Eine andere Theorie besagt, dass Leeds Galnin akustische Levitation nutzte, eine Methode, die Schallwellen nutzt, um Objekte anzuheben und zu bewegen. Einige Forscher vermuten, dass Leeds Galnin die Bewegung der Steine durch die Abstimmung auf die Resonanzfrequenz erleichtert haben könnte. Diese Theorie wird durch alte Legenden und moderne Experimente gestützt, die das Potenzial von Schall zur Manipulation physischer Objekte belegen. Trotz dieser Theorien wurden keine endgültigen Beweise gefunden, die schlüssig erklären könnten, wie Leeds Galnin Coral Castle errichtete. Die Geheimhaltung seiner Methoden und der Mangel an Augenzeugen haben das Geheimnis nur noch vertieft. Heute dient Coral Castle als Museum und Touristenattraktion und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die von seiner Geschichte und dem Geheimnis seines Baus fasziniert sind. Die Technologie hinter Coral Castle
bleibt eines der großen ungelösten Geheimnisse der modernen Welt. Das WASP-X-Jet. Die Suche nach innovativen vertikalen Start- und Landesystemen, also VTOL-Systemen, hat zu zahlreichen experimentellen Designs geführt, von denen einer der faszinierendsten der William X-Jet ist. Der X-Jet wurde von Williams International entwickelt, einem Unternehmen, das für seine Ingenieurskunst in der Turbofan-Technologie bekannt ist, und entwickelte sich zu einem bahnbrechenden VTOL-System. Dieses kompakte, leichte Flugzeug, auch bekannt als Williams Aerial Systems Platform oder WASP, wurde von einem Turbofan-Flugzeugtriebwerk angetrieben und zeichnete sich durch eine Mischung aus Einfachheit und fortschrittlicher Technik aus, die es von anderen VTOL-Konzepten seiner Zeit unterschied. Es war für die Beförderung. Es ist nicht interessant, dass die Turbotechnik, also sprich, oder die Jetstream-Technik, die sozusagen ja auch Schaufelräder benutzt, um Luft zu verdichten, um sie dann zu beschleunigen und sozusagen dann erst zu zünden, damit sowas eben wie ein Jet-Antrieb entsteht, ungefähr auf dem gleichen Prinzip ist, wie Schauberger das gemacht hat. Und siehe da, nachdem Schauberger in den Vereinigten Staaten bzw. von den Geheimdiensten verhört worden ist, ja, erst dann kam diese Technologie ins Militär und man hat diese Dinger gebaut. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Steuerung eines einzelnen Bedieners konzipiert, der das Flugzeug steuern konnte, indem er sich einfach in die gewünschte Flugrichtung lehnte und die Leistung einstellte. Dieser intuitive Steuerungsmechanismus ermöglichte in Kombination mit der Agilität des X-Jet Bewegungen in jede Richtung, schnelle Beschleunigung, Schwebeflug und Drehung um die eigene Achse. Das Flugzeug verfügte über eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Es kann bis zu 45 Minuten in der Luft bleiben und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde, was es zu einem außergewöhnlichen Fahrzeug für den persönlichen Transport macht. Trotz seines innovativen Designs und seiner Fähigkeiten verlief die Reise des William X-Jet nicht ohne Herausforderungen. In den 1980er Jahren evaluierte die US-Armee den X-Jet im Rahmen ihrer laufenden Erforschung neuer VTOL-Technologien. Das Interesse des Militärs an solchen Systemen beruhte auf dem Potenzial für eine verbesserte Mobilität und... Man darf sich die Frage stellen, wenn das Ding 45 Minuten in der Luft ungefähr bleiben kann, mit einer... als mit einem Jet-Antrieb, und wir alle wissen, was die Dinger verbrauchen, wo ist denn da in dem Ding der Treibstoff, dass das Teil 45 Minuten da in der Luft schweben kann? Wenn es aufgrund der normalen Massodynamik, sprich oder Erdanziehung, ja, gewisse Kraft entwickeln muss, um überhaupt zu schweben, ja, also da muss eine enorme Leistung letzten Endes ja erbracht werden. Wo ist denn da der Sprit? Flexibilität auf dem Schlachtfeld. Ist es vielleicht doch mit einer anderen Technologie geflogen? Zwar schon mit einem Jet, aber möglicherweise eben gar nicht mit Sprit? Fragen über Fragen. Über das hinausgeht, was herkömmliche Hubschrauber oder Tragflächenflugzeuge bieten könnten. Der X-Jet stellte eine faszinierende Option für die Mobilität einzelner Soldaten dar. Nach einer gründlichen Bewertung kam die US-Armee jedoch zu dem Schluss, dass der William X-Jet zwar innovativ, aber den Fähigkeiten von Hubschraubern und kleinen unbemannten Flugzeugen unterlegen sei. Die Entscheidung basierte auf mehreren Faktoren, darunter der begrenzten Reichweite und Nutzlastkapazität des X-Jet im Vergleich zu Hubschraubern und der schnell fortschreitenden Technologie unbemannter Luftfahrzeuge, die eine größere Vielseitigkeit boten, ohne das Leben eines Piloten zu gefährden. Darüber hinaus stellten die betriebliche Komplexität und die Schulungsanforderungen für die sichere Steuerung des X-Jet logistische Herausforderungen für seine Integration in militärische Operationen dar. Obwohl diese Technologie nicht unterdrückt wurde und das tägliche Leben der Menschen verbessern würde, wurde sie nicht genutzt, da sie zu teuer und relativ schwer zu fliegen war. Die Erforschung der VTOL-Technologie entwickelt sich weiter. Und es entstehen neue Designs und Konzepte, die auf der grundlegenden Arbeit von Projekten wie dem Williams X-Jet aufbauen. Der Cloudbuster. Oh, es ist doch drin. Obwohl wir bereits über Wilhelm Reichs Orgon-Akkumulator gesprochen haben, das Heilgerät, das Orgon-Energie zur Heilung vieler Menschen nutzte, war dies nicht die einzige Erfindung Reichs. Sein Interesse an Orgon-Energie ließ ihn glauben,
dass diese Energie für verschiedene Zwecke genutzt wird. Hier haben wir gerade einen Filmausschnitt gesehen aus dem Film Der Fall Wilhelm Reich. Googeln, kaufen, leihen, anschauen. Großartiger Film. Großartiger Film. Sehr viel drin. Sehr viel drin für diejenigen, die es wissen wollen. ...werden könnte, einschließlich der Manipulation des Wetters. Laut Reich war Ogonenergie in der gesamten Atmosphäre vorhanden und konnte konzentriert und gezielt zur Auflösung von Wolkenformationen eingesetzt werden, wodurch Regenfälle ausgelöst wurden. Das in den 1950er Jahren entwickelte Cloudbuster-Gerät war die praktische Anwendung seiner Theorien. Es bestand aus einer Reihe hohler Röhren, die mit in Wasser getauchten Kabeln verbunden waren und laut Reich Orgonenergie aus der Atmosphäre ziehen und sie so lenken konnten, dass sie die Wolkendecke zerstreute oder umgekehrt Wolken bildete und Regen auslöste. Reich führte mehrere Experimente mit dem Cloudbuster durch und behauptete, an verschiedenen Orten Erfolge bei der Regenerzeugung erzielt zu haben. Das hat er nicht nur behauptet, sondern das ist auch bewiesen. Ja, das ist im Amerikanischen natürlich bewiesen. Es gab sehr viele Farmer, die ihn geholt haben, weil ihre Felder eben dementsprechend trocken waren. Und gerade in Dürrezeiten war das ein Riesenproblem. Und der ist, das sehen wir hier, ist dann mit diesen Dingern angerückt. Und natürlich ist das alles Zufall, das ist doch klar, das sind wir uns ja einig. Hat es dann aber auf jeden Fall geregnet. Er wurde auch der Regenmacher genannt. Darunter ein gut dokumentiertes Experiment auf einer Blaubeerfarm in Maine, wo er angeblich eine Dürre überwunden und die Ernte gerettet hatte. Diese Experimente erregten Aufmerksamkeit, die jedoch nicht immer positiv war. Kritiker wiesen Reichs Behauptungen mit der Begründung zurück, es fehle an wissenschaftlicher Genauigkeit und reproduzierbaren Ergebnissen, während Befürworter das Potenzial des Cloudbusters zur Bewältigung von Dürre und anderen wetterbedingten Herausforderungen begrüßten. Und deswegen ist in Amerika die Atomkommission auf ihn aufmerksam geworden und hat seine Forschung unterbunden, weil das ja alles natürlich fake ist, wenn der macht ja Regen aus dem Nichts mit einer Energie, die wir nicht verstehen, die wir nicht kapieren. Ja, das ruft dann die Atomaufsichtsbehörde auf den Plan. Wenn das doch alles so fake ist, wenn das doch alles nicht so schlimm ist und nicht so tragisch ist, dann kommen doch nicht solche Gestalten zu dir nach Hause. Die rechtlichen und behördlichen Herausforderungen, mit denen Reich und sein Cloudbuster-Projekt konfrontiert waren, waren zum Teil eine Folge der breiteren Kontroverse um seine Arbeit zur Orgonenergie. Die US-amerikanische Food and Drug Administration, FDA, leitete eine Untersuchung der Praktiken von Reich ein, insbesondere seiner Behauptungen hinsichtlich der gesundheitlichen Vorteile von Orgonenergie und der Verwendung. Food and Drug Kommission, auch noch zusätzlich, ne? Also nicht nur die Atomkommission. Ist ja interessant. Der baut was, was Menschen gesund macht und das ruft genau diese Behörde, nicht das Gesundheitsamt? Verwendung von Orgonakkumulatoren, Geräten, die zur Konzentration und Nutzung von Orgonenergie für therapeutische Zwecke entwickelt wurden. Die Prüfung der FDA erstreckte sich im Rahmen ihrer umfassenden Kampagne gegen reichsorgonomische Forschung auch auf den Cloudbuster. Im Jahr 1956 wurde Reich nach einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten wegen Missachtung des Gerichts zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er sich weigerte, einer einstweiligen Verfügung gegen die Verteilung orgonbezogener Materialien Folge zu leisten. Die Kontroverse um den Cloudbuster war daher mit den umfassenden rechtlichen Schritten gegen Reich verflochten, die in der Zerstörung seiner Veröffentlichungen und Orgonakkumulatoren durch die FDA gipfelten. Ein Akt, der von einigen als dunkler Moment in den Annalen der wissenschaftlichen Zensur beschrieben wurde. Das Original-Elektroauto. Die Geschichte des General Motors EB1, des weltweit ersten in Massenproduktion hergestellten Elektroautos, ist ein klares Beispiel für die Unterdrückung neuer Technologien aufgrund industrieller Interessen. Der Ende der 1990er Jahre auf den Markt gebrachte EB1 stellte einen mutigen Vorstoß in die Elektromobilität dar. Einen Blick in eine Zukunft, in der Autos nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen waren. Die Reise des EB1 wurde jedoch abrupt gestoppt, was Debatten auslöste, die bis heute anhalten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Dokumentation Who Killed the Electric Car aus dem Jahr 2006. Der EB1 entstand von General Motors als Pionierarbeit, um den wachsenden Bedenken hinsichtlich Luftverschmutzung, Ölabhängigkeit
und den Umweltauswirkungen konventioneller Fahrzeuge Rechnung zu tragen. Mit 800 zur Vermietung verfügbaren Einheiten gewann der EV1 schnell eine treue Anhängerschaft, die für seine Innovation, Effizienz und die Aussage, die er über das Potenzial für eine saubere Automobilzukunft machte, geschätzt wurde. Doch trotz der Begeisterung, die es bei einer Nischengruppe umweltbewusster Autofahrer hervorrief, kündigte General Motors 1999, nur wenige Jahre nach ihrer Einführung, das Ende der EV1-Reihe an. Ihre Gründe für die Einstellung des EV1 waren wirtschaftliche Erwägungen. Vor allem die begrenzte Reichweite der Autobatterien, die ihrer Meinung nach die Herstellung und Wartung des Fahrzeugs unrentabel machte. Laut General Motors konnte die damalige Technologie die Erwartungen der Verbraucher an Reichweite und Komfort nicht erfüllen, was den EV1 zu einem anspruchsvollen Angebot für eine breite Akzeptanz machte. Diese Erklärung stellte jedoch viele Beobachter nicht zufrieden. Skeptiker und Befürworter des Elektroautos vermuteten, dass noch andere Kräfte im Spiel seien, insbesondere der Einfluss der Ölindustrie. Das Argument lautet, dass Ölkonzerne, deren Geschäftsmodell auf der anhaltenden Dominanz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor beruht, die Einführung des Elektroautos als direkte Bedrohung für ihre Gewinne und ihre Marktposition betrachteten. Es war noch nicht an der Zeit. Es war einfach noch nicht an der Zeit. Das sieht heute natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Heute können sie diese Technologien eben nicht mehr unterdrücken und deswegen gibt es ja eben halt dementsprechend auch den Fortschritt. Wobei es ist ja eigentlich ein Rückschritt. Denn bitte, liebe Kritiker, lest euch doch mal die Umweltbilanz eines Elektrofahrzeuges durch. Vor allen Dingen, was die nachgelagerten Kosten angeht. Also gar nicht, erstmal zunächst einmal Produktionskosten und dann die nachgelagerten Kosten, sprich die Entsorgung des Akkus zum Beispiel und so weiter und so fort. Das verbraucht alles so viel mehr CO2 wie ein normaler durchschnittlicher Diesel. Da gibt es ja Berechnungen, die das durchaus ausdrücken, die sagen, du kannst 150.000 bis 180.000 Kilometer mit einem durchschnittlichen Diesel fahren und hast dann erstmal die gleiche Emission erreicht wie ein Neufahrzeug im Elektrobau. Hinzu möchte ich erwähnen, weil ich nicht glaube, dass es noch kommt, dass Audi 1978 einen A100 gebaut hat, der auf 100 Kilometer, sage und schreibe, 1,5 Liter verbraucht hat. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit, ich meine mich zu erinnern, 110 oder 120 km/h, 1,5 Liter, 1978. Wieso ist denn das nicht weiter geforscht worden? Wieso? Ja, weil 1978 ist eben einfach noch nicht, dass der Markt dafür nicht da war. Die Zeit war noch nicht da, diese Technologie wirklich voranzutreiben und auf den Markt zu geben. Denn es war laut deren Plan, das kann man jetzt als Verschwörung sehen, eben noch vorgesehen, mindestens 20 bis 30 Jahre fette Gewinne aus dem Ölgeschäft zu ziehen. Und meine Freunde, diese Herrschaften in diesen Kreisen planen nicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wie wir das vielleicht machen, oder ein guter Unternehmer, der vielleicht noch schafft, 3 bis 5 Jahre vorauszuplanen. Diese Gestalten planen über 10, 20, 50, einige Familien über 100 von Jahren. Kann man jetzt glauben oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Ja? Ich weiß für mich, dass es so ist und ich sehe das auch so. Und die wissen ganz genau, wann wird eine Technologie freigegeben, wann ist die eine abgenudelt. Man hätte seit 1978 also Autos bauen können, die durchschnittlich 1,5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen bei 110 km/h, 120 km/h. Lass es doch bei 80 km/h sein. Was haben wir heute, die modernsten Dieselfahrzeuge? Na, wir kommen schon darunter, nur die verbrauchen dann natürlich, oder anders ausgedrückt, die haben nicht die Leistung. Ich glaube, das Ding hat ja deutlich über 100 PS gehabt, also hat dementsprechend auch wirkliche Fahrwerte gehabt. 1978, wohlgemerkt. Ja. Ich erinnere mich, ich bin ja ein Kind der 80er und als ich das für mich relevant war, sich mit dem Thema Auto irgendwann zu beschäftigen, da war es Ende der 90er. Da warst du der Held, wenn du ein Auto hattest, was 200 fährt. Das war, ist nicht wie heute, wo kleine Autos ne, das schon schaffen problemlos. Die Entwicklung ist schon weitergegangen, aber eben die Technologieentwicklung ist nicht weitergegangen, sondern nur die Effizienz hat sich gesteigert. Aber wie gesagt, wäre auch schon 1978 möglich gewesen. Und was war denn Ende der 70er? Die große Ölkrise. Ne? Ich erinnere noch, autofreier Sonntag und solche Sachen. Das können die jungen Leute sich ja gar nicht mehr daran erinnern, dass sowas mal gegeben hat. Aus dieser Sicht hat der Druck dieser mächtigen Interessen dazu geführt, dass General Motors nicht nur das Elektrofahrzeug eingestellt hat, sondern auch außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen hat, um seine Existenz auszulöschen.
General Motors hat die Richtlinie erlassen, jeden einzelnen EV1 zu zerstören. Anstatt die geleasten Fahrzeuge bei ihren begeisterten Nutzern zu lassen oder sie als Teil der Automobilgeschichte zu bewahren, holte General Motors die EV1 systematisch zurück und zerschmetterte sie, um effektiv sicherzustellen, dass die Technologie nicht über das Prototypenstadion hinaus weiterkam. Diese Entscheidung wurde von vielen als Versuch interpretiert, die Entwicklung der Elektrofahrzeugtechnologie zu bremsen und sie davon abzuhalten, den Status quo des Automobilmarktes in Frage zu stellen. Heutzutage, da Elektrofahrzeuge zunehmend Marktanteile und Akzeptanz gewinnen, unterstreicht die Geschichte des EV1 mit all ihren Kontroversen und Mysterien die Vorstellung, dass der Weg zum Fortschritt oft unplugged und ungewiss ist. Projekt XA. Die Geschichte von Dr. James D. Mould und seinen krebsfreien Zigaretten würde jeden Raucher und jeden Menschen, der einen geliebten Menschen durch die Auswirkungen des Tabakrauchens verloren hat, in Rage bringen. Die Geschichte der Zigarettenwerbung und die Das kann ich mir hier an der Stelle nicht unterdrücken. Man müsste einen Preis ausrufen oder wie macht man es am besten? Na doch, einen Preis ausrufen für denjenigen oder sowas, der beweist, dass es sowas wie eine Raucherlunge gibt. Jetzt höre ich schon die ein oder anderen. Oh, Verschwörung. Naja. Jegliches Bild einer Raucherlunge ist alles CGI. Nicht mehr, nicht weniger. Gibt keine Raucherlunge. Aber habe ich nicht laut gesagt. Ist reine Theorie, reine Fantasterei von mir. Gehensweise der Tabak. Nicht, dass ich damit das Rauchen fördern möchte und so weiter. Ne? Also ne, versteht mich da nicht falsch. Industrie bei der Offenlegung von Gesundheitsrisiken ist ein kontroverses Kapitel. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass Tabakunternehmen jahrzehntelang aggressive Werbekampagnen betrieben, die nicht nur das Rauchen als wünschenswerte und gesellschaftlich akzeptierte Gewohnheit propagierten, sie verwendeten auch Taktiken, die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken herunterspielten oder gänzlich leugneten. Einer der berüchtigsten Aspekte dieser Kampagnen war die Verwendung von Werbung mit Ärzten oder implizierter medizinischer Empfehlung, wodurch ein irreführendes Narrativ über die Sicherheit von Zigaretten geschaffen wurde. Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Zigarettenwerbung allgegenwärtig und erschien in Zeitschriften. Ich möchte an der Stelle mal anmerken oder sowas, ne? Also ich möchte keine Raucherwerbung machen, um Gottes Willen und so weiter. Und dass das sicherlich nicht gesund ist, da müssen wir nicht reden drüber. Es gibt aber einen enormen Unterschied zwischen Naturtabak, ja, und industriell verarbeiteten Tabak oder angebauten Tabak und deren Zusatzstoffe. Ne, im Naturtabak sind natürlich nicht 2000 Inhaltsstoffe, so wie das in einer modernen Zigarette drin ist, ja. Das ist was ganz anderes. Und was Naturtabak macht, auch mit den Menschen, da darf man sich jetzt mal wieder selber schlau machen. In Zeitungen, Plakatwänden und später im Fernsehen. Diese Anzeigen sollten ein breites Publikum ansprechen, darunter Frauen, Männer und sogar Teenager, und verwendeten verschiedene Themen wie Glamour, Männlichkeit, Eleganz und Stressabbau. Ab den 1950er Jahren begann die Forschung, Licht auf die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Rauchens zu werfen. Doch die Tabakkonzerne kämpften energisch dafür, diese Ergebnisse zu diskreditieren. Sie finanzierten ihre eigene Forschung, um Zweifel an den Gesundheitsrisiken zu wecken, starteten PR-Kampagnen, um die gesellschaftliche Akzeptanz des Rauchens aufrechtzuerhalten, und setzten sich bei Politikern dafür ein, die Regulierung zu verhindern oder abzuschwächen. Dies führt uns ins Jahr 1955, als ein Wissenschaftler namens Dr. James D. Mould mit Liggett and Myers, einem Tabakunternehmen mit Sitz in North Carolina, bahnbrechende Forschungen begann. Moulds Aufgabe war es, krebserregende Bestandteile im Zigarettenrauch zu identifizieren. Seine Forschung konzentrierte sich auf Substanzen, die bei Labormäusen Krebs verursachten. Dieses Unterfangen führte zur Gründung von Project XA. Dies stellte eine bedeutende Abkehr von der traditionellen Zigarettenherstellung dar. Mit Unterstützung von Liggett und in Zusammenarbeit mit der A.D. Little Company widmete sich Mould der Entwicklung einer Zigarette, die nicht zur Entstehung von Krebs beiträgt. Nach 25 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung stellte Mould die XA vor, auch bekannt als Palladium-Zigarette.
Dieses innovative Produkt nutzt Palladium und Magnesiumnitrat, um krebserregende Substanzen im Zigarettenrauch zu neutralisieren. Labortests bestätigen die Wirksamkeit dieser Zigaretten bei der Reduzierung der Krebsinzidenz bei Labortieren und stellten damit einen möglichen Durchbruch in der Sicherheit von Tabakprodukten dar. Doch trotz der anfänglichen Unterstützung von Liggett stieß das Produkt auf unüberwindbare Hindernisse. Die Führungskräfte des Unternehmens beschlossen unter dem Einfluss eines Rechtsbeistands, die Unterstützung für das Projekt XA zurückzuziehen. Die Anwälte argumentierten, dass die Einführung einer sicheren Zigarette das Unternehmen einer Flut von Klagen von Verbrauchern aussetzen könnte, die durch ihre traditionellen Produkte geschädigt wurden. Diese rechtlichen Bedenken stoppten effektiv den Fortschritt des Projektes XA und zwangen Mould, die über 2 Jahrzehnte dauernde Arbeit aufzugeben. Liggetts Anweisung an Mould, seine Erkenntnisse unveröffentlicht zu halten, sorgte dafür, dass die Öffentlichkeit sich des Potenzials sicherer Zigaretten nicht bewusst war und die Gesundheitsrisiken herkömmlicher Tabakerzeugnisse unberücksichtigt blieben. Ein weiterer Grund dafür, dass es die Palladium-Zigarette nie in die Regale schaffte, war, dass Liggett sich nicht von anderen Tabakgiganten wie Philip Morris abheben wollte. Obwohl das Unternehmen wusste, dass das Produkt kommerziell rentabel und vermarktbar sein würde, war es eher besorgt über mögliche Vergeltungsmaßnahmen anderer Tabakunternehmen der Branche. Die Einstellung des Projekts XA nach einer Investition von etwa 10 Millionen US-Dollar unterstreicht ein beunruhigendes Kapitel in der Geschichte der Tabakforschung. Schlimmer noch, Liggett und andere Tabakgiganten verkauften weiterhin krebserregende Zigaretten, obwohl sie sich deren Gesundheitsrisiken voll und ganz bewusst waren. Der Hendershot-Generator. Lester Hendershot war Ende der 1920er Jahre ein amerikanischer Erfinder, der angeblich ein Gerät entwickelt hatte, das freie Energie erzeugen konnte. Der Hendershot-Generator, wie er genannt wurde, soll das Erdmagnetfeld nutzen und Strom erzeugen, ohne dass Brennstoff benötigt wird. Diese bemerkenswerte Erfindung hatte das Potenzial, die Energielandschaft der Welt zu revolutionieren, indem sie eine unbegrenzte Energiequelle bot, die traditionelle Energiequellen überflüssig machen könnte. Die Erfindung von Lester Hendershot wurde als selbstlaufender Generator beschrieben, ein Gerät, das angeblich Energie durch eine Reihe von Spulen und Kondensatoren erzeugte, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich war. Die ist ja immer da, wenn man eben das elektrische Universum als Basisbaustein nutzt. Schotts Demonstrationen des Geräts in den... Dann ist das alles kein Wunder mehr oder Fantasterei, mystisch oder spirituell oder was auch immer oder eine Verschwörung, sondern dann begreift man es. Begreifen, wissen, nicht spekulieren, offen glauben, wissen. Späten und... Wissenschaft. 1920er Jahren zeigten Berichten zufolge, dass es Glühbirnen und Motoren mit Strom versorgte, was die Fantasie der Öffentlichkeit anregte und die Aufmerksamkeit sowohl der Medien als auch potenzieller Investoren auf sich zog. Trotz der anfänglichen Aufregung war eine heftige Kampagne zur Untergrabung seiner Technologie im Gange. Einige Kritiker gingen sogar so weit, öffentlich ein Gerät vorzuführen, von dem sie behaupteten, es gehöre Hendershot, und versuchten so, seine Unwirksamkeit zu beweisen. Dieser Akt der Diskreditierung signalisierte Hendershots Anhängern, dass es konzentrierte Anstrengungen gab, seine Arbeit zu untergraben. Unbeirrt blieb Hendershot viele Jahre lang bei seinem Generator für freie Energie. Ende der 1960er Jahre glaubte er, einen Durchbruch geschafft zu haben, der die US-Marine interessieren würde, und bereitete 2 Modelle und einen detaillierten 56-seitigen Vorschlag vor. Sein Vorschlag wurde jedoch abgelehnt. Als Hendershots Sohn im April 1961 von der Schule zurückkam, fand er seinen Vater tot vor. Offiziell als Selbstmord registriert, veranlasste das Fehlen einer gründlichen Untersuchung viele, darunter auch seine Familie, zu der Vermutung, dass seine innovative Arbeit eine erhebliche Bedrohung für große Energiekonzerne darstellte. Es kursierten Gerüchte, dass Hendershot von einem großen Unternehmen, dessen Namen er nicht nennen wollte, gewarnt worden sei, alle Arbeiten im Zusammenhang mit seinem Generator einzustellen, was die potenzielle Störung seines lukrativen Geschäfts durch seine Erfindung unterstrich.
Angeblich akzeptierte Hendershot 25.000 US-Dollar unter der Bedingung, dass er seine Forschungen für 2 Jahrzehnte einstellte. Gegenüber seiner Familie hatte er seine Befürchtungen um seine Sicht. Wenn das alles fake ist, wenn das doch eh nicht funktioniert, dann zahlt doch keiner Geld, um es nur 20 Jahre rauszuschieben. Wenn es sei denn, es passt wieder in die Logik rein zu sagen, hey, wir bringen die Technologien irgendwann selber raus, aber das dauert noch. Ja, da haben wir andere Pläne. Wir machen das erst dann, dann und dann. Weil jetzt wollen wir erstmal, wie gesagt, noch Geld verdienen. Und diesen Herrschaften geht es ja nicht um Geld verdienen, sondern aber mit Geld kannst du in dieser Welt eben Machtergreifung machen. Macht sich einkaufen, letzten Endes, und darum geht's. Und die Strukturen waren eben um diese Zeiten einfach noch nicht gegeben, dass sie so mächtig und einflussreich sind, wie wir es ja heute beobachten, wo immer Leute sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, da könnte ich ausdrehen, Junge. Aber wirklich, ja, wenn man den Prozess die letzten 20 Jahre, wie ich das mache, beobachtet oder sowas, dann sieht man keine Verschwörung, sondern sieht man einen 1A-Plan, der umgesetzt wird. Aber na klar, wenn du das erste Mal zuschaust und das erste Mal sowas hörst und dich vielleicht eine halbe Stunde damit beschäftigt hast, dann hast du nicht den Einblick und du glaubst in deinem Irrwitz, dass du wirklich gebildet bist aufgrund deiner Schulausbildung vermutlich, ja, und glaubst den Mist, den sie dir da beigebracht haben und denkst, ja, das kann alles nicht sein, das ist ja alles Verschwörung und so weiter und so fort. Ja, genau das ist das Problem. Man muss immer einen tieferen Blick da reinwerfen und dann begreift man auch, dass es eben so ist, wie es ist, dass es diese Dinge gibt. Und das ist ja nicht der einzige Wissenschaftler, der ums Leben gekommen ist, wo die Bremsen versagen oder Fallschirme nicht aufgehen oder was auch immer. Ja, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wo das immer und immer wieder vorgekommen ist. Es ist also ein System, es ist ein Muster. Nichtsdestotrotz finde ich die Beispiele, die sie hier gebracht haben in der Doku, recht interessant. Und ich habe mich genau aus dem Grund, eben wie gesagt, für den zweiten Teil entschieden. Der erste Teil ist in der Tat ein bisschen grenzwertiger. Für offene Menschen sicherlich nicht, aber ich versuche ja auch den einen oder anderen Kritik hier mal zumindest mal an den Tisch zu bekommen und zu zeigen, hey, es gibt viel mehr, als du glaubst. Viel mehr. Sicherheit zum Ausdruck gebracht und damit auf die Schwere der Bedrohungen hingewiesen, denen er ausgesetzt war. Hendershots Tod und die Unterdrückung seiner Erfindung werfen weiterhin tiefe Fragen auf. Die Diskussion all dieser unterdrückten Erfindungen, die wir Ihnen gezeigt haben, ist sowohl aufschlussreich als auch entmutigend und zeigt, wie sich diese Innovationen mit Macht und Gier überschneiden. Diese Geschichten über unterdrückte Erfindungen sind ein kollektiver Verlust für unsere Gesellschaft, der potenziell transformative Technologien und Lösungen fehlen. Doch in diesen Geschichten der Unterdrückung liegt ein widerstandsfähiger Faden der Hoffnung. Wir müssen weiterhin hinterfragen und nach verborgenen Wahrheiten suchen, und uns gleichzeitig für eine Welt einsetzen, in der Innovation nicht aus wirtschaftlichen und politischen Gründen geleugnet wird, sondern wegen ihres Potenzials zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen angenommen wird. Wir müssen eben nicht weiter forschen. Die Forschungen sind doch schon alle da. Der Rückschluss, den sie hier zieht, ist falsch. Die Forschungen sind alle da. Wir müssen das System ändern, wo einflussreiche Menschen Forschungen einfach wegschließen. Zum Beispiel, wusstest du, dass es ein Gravitationstelefon gibt, vor 20 Jahren erfunden. Wer weiter forschen möchte, darf sich mal mit dem Effekt beschäftigen, der bei 150 Megahertz entsteht, auf Pflanzen, Tiere und so weiter, also sozusagen Urzeitcode. Und alles unterdrückte Technologien, die es ja gibt. Die liegen ja schon schlüsselfertig in den Schubladen der Konzerne. Das heißt also, wir müssen die Konzerndominanz loswerden. Das ist der Weg, damit Wissenschaft wieder frei wird, damit Wissenschaft wirklich das ist, was sie machen soll. Nämlich Freidenkern, die querdenken, die wirklich die Grenzen sprengen, nicht abwatschen, wegklatschen, die Forschung erschweren oder die Patente einziehen oder und es geheim halten und selber verwenden wollen und so weiter und so fort. Das müssen wir ändern. Wir müssen nicht weiter forschen. Wir müssen uns nicht dafür einsetzen, weil es schon alles da ist. Viele, viele Menschen sind für diesen Fortschritt bereits gestorben. Ich glaube, die Zahl der Opfer reicht aus. Es langt. Es müssen nicht mehr Menschen sterben. Diese Forschungen müssen endlich freigegeben werden. Das können wir aber nur, wenn das System frei ist. Innerhalb dieses Systems, wo die Machtbestrebungen eben nicht nur zum Thema Geld sind, sondern eben halt auch wirklich über Kontrolle geht. Und es geht um Kontrolle. Wird es niemals frei sein. Und wenn diese Dinge kommen werden, und die Dinge werden kommen, dann kommen sie wieder aus der falschen Richtung.
dann sind sie eben nicht frei. Dann werden diese Technologien oder ein Teil der Technologien, die wir heute gesehen haben in dieser Dokumentation, wieder gegen uns eingesetzt. Und das gilt es zu verhindern. Das gilt es zu verhindern. Denn dass die Technologien kommen werden, das ist zweifelsfrei, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber die Frage ist, von wem? Sind sie frei und dienen uns? Oder sind sie nur wieder der Versklavung, nur wieder der Kontrolle, nur wieder der Machtkonzentration einiger weniger? Schreib es mir in die Kommentare, wie du das siehst. Freue mich darauf. Wenn dir das gefallen hat, vielleicht schreib's mir in die Kommentare. Dann schauen wir uns auch den ersten Teil nochmal zusammen an. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und wünsche dir viel Spaß beim Nachgrübeln, wie die Dinge nun wirklich stehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.